Alles is los. Ik ga uw nachtlicht. U wou iedere vermiste dochter. Kom eens hier aan. Dank u. Frau Röhne, ich möchte auch noch ein Zimmer ansehen. Aber natürlich. Ich lasse Sie allein. Tagbuch. Jeden Mal, wenn ich auf den Spielplatz bin, habe ich Rückblicken von dem Tag, wenn es geschah. Es fühlt auch, als ob iemand mir ansieht. Aber wenn ich hinter mir schaue, sehe ich nichts. Es fühlt nicht fein. Ich hoffe, dass mit mir nicht das Gleiche geschieht, als was mit dem Mädchen ist geschehen. Muss ich dann nicht mehr auf den Spielplatz gehen? Liebe Grüße von Ella. Bist du fertig? Ja. Was ist los? Ich studiere einen Mord. Was ist passiert? Ein Mädchen, die vermisst ist bei Dienstag. Es gibt Anleitung, dass sie hier ermordet ist. Bei dir kann ich helfen. Ich wohne im Wald. Ja, lass mich irgendwo sitzen gehen. Drüben. Ja. Und haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen? Nein. Aber jawohl. Früher die Woche habe ich einen Mann gesehen. Er hat einen grünen Kappe. Das fiel mir auf. Ah, danke. Also.
Ich weiß jemand, die sie kann helfen. Sie ist Hellseherin. Ah, das ist wunderbar. Ja. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ich möchte zu einem Hellseherin gehen, um mehr Informationen zu bekommen über Ella, das ermordete Mädchen. Oh, das ist eine gute Idee. Okay, dann gehe ich jetzt dazu. Aber erst gehe ich zu Frau Höhle, um euch zu fragen. Okay. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ding dong. Hallo Frau Röhne. Hallo Herr Schwarz. Ich habe gehört über eine Hellseherin. Vielleicht kann sie uns helfen, den Mörder zu finden. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Darf ich mitkommen? Ich weiß nicht, ob das vernünftig ist. Aber ich will mitkommen. Frau Röhne, das ist nicht vernünftig. Aber ich bestehe darauf. Okay, okay. Kommen Sie mit. Hallo, Herr Schwarz. Und Frau Röhne? Hallo. Hallo. Wir kommen auf Tipps über Ella's Mörder. Haben Sie Zeit? Aber natürlich. Ich denke. Mörder war in was. Zau. Ich sehe ein Zau. Grüne Kappe. Er hat eine grüne Kappe. Tagebuch. Ein Tagebuch. Ella hat ein Tagebuch. Spielt es im Wald? Ich sehe die Spielplatz im Wald. Aber es ist nicht, wo Ella ist ermordet. Nein. Ich sehe es. Dass Ella ist nicht da ermordet. Das ist nicht sehr möglich. Aber über das Tagebuch. Das stimmt. Ich habe ein Blatt gefunden von Ellas Tagebuch. Ja, das stimmt wirklich. Ella schrieb sehr häufig in einem Tagebuch. Aber ich habe es nie gelesen. Ich bin immer nicht sicher. Aber können Sie nicht sehen, wer meine Tochter ermordet hat? Der Schuft muss in Gefangenis. Nein, es tut mir leid. Ich kann nicht alles sehen. Ich kann das Gesicht nicht sehen. Aber ein grüne Kappe. Okay, danke. Danke sehr. Aber jetzt müssen wir gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ellas Mutter. Ah, ich bin Gertrude. Ich wohne im Wald. Ich habe ein Blatt gefunden mit Ellas Namen darauf. Ich denke, dass das ein Blatt von Ellas Tagebuch ist. Ah,
Ah, das kann stimmen. Lass mich es mitnehmen, um es zu untersuchen. Ja. Danke, Gertrude. Ich gehe. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Liebe Tagebuch, ich habe so viel Angst. Ich denke immer an den Tag auf dem Spielplatz. Ich bleibe den Mann sehen in meinen Gedanken. Ich bleibe sehen, wie das Mädchen von der Schaukel griff und wie das Mädchen ermordete. Und dann sah mir. Und ich hatte so viel Angst. Ich dachte, dass mir auch würde ermorden. Schaute sehr böse. Ich weiß nicht mehr so gut, wie aufsah. Aber ich weiß nog dat eine grüne kappe trug. Jedemal, wenn ik daaraan denke, heb ik wieder so viel Angst. En so wie ik schon früher hatte geschrieben, es fühlt sehr häufig, als ob jemand mir Angst heeft. Liebe Grüße von Ella. Polizei. Was ist los? Ich möchte Sie einige Fragen stellen. Warum? Ich habe doch nichts getan. Das weiß ich noch nicht. Kommen Sie mit zu der Polizeiwache. Nein. Ja? Nein. Ja. Ich habe nichts getan. Komm. Nein. Jetzt. Also, was taten Sie auf einem verlassenen Spielplatz? Und warum hatten Sie einen Tau mit Ihnen? Das ist für die... Kennen Sie zufällig ein Mädchen, Ella geheißen? Nein. Lüge nicht. Okay, ich werde alles bekennen. Einige Zeit zuvor habe ich ein Mädchen auf dem Spielplatz ermordet. Ich weiß nicht warum. Ich war betrunken. Aber es gab ein anderes Mädchen auf dem Spielplatz. Das war Ella. Und sie sah mich, wenn ich ermordete das erste Mädchen. Ella sah, wie ich aussah. Sie wurde zu die Polizei gegangen sein. Also wusste ich, dass ich ihr auch musste ermorden. Ich wartete einige Tage. Und damals sah ich Ella wieder auf dem Spielplatz. Ich habe immer am Tau mit mir, und so es einfach war, Ella zu ermorden. Ich hang ihr an einem Baum. Sie begreifen, dass ein Mord eine ernste Missetat ist. Sie müssen ins Gefängnis gehen. Ja, das begreife ich. Ich bedauere, was ich habe getan, und ich weiß, dass ich gestraft muss werden. Mädchen Ella Röhne, ermordet auf dem Spielplatz. Ella Röhne, 16 Jahre alt, ist am 13. Dezember ermordet. Sie ist gefunden auf dem Spielplatz, hängt an einem Baum. Der Mörder, Name unbekannt, wer schon ein anderes Mädchen hat ermordet, ist verurteilt zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Ik weet niet wat ik maar meer moet beginnen met moord of met maagmol.
Je ziet de hond daar staan. Ding dong. Sorry, mijn kaars is als een eikeltje. Ik denk immer aan die taart op de spuurplaats. Ik blijf den man zien, ik meine betaald. Oh! Hey, wir kommen für tips über Ella's Möhr. Ding dong. Hallo. Hallo, Frank. Frank! Waarom Frank? Was ist los?